Achtung, Bürger von Dunmore. Bitte machen Sie den Weg frei, wenn sich Ihnen ein motorisiertes Fahrzeug oder ein Stelzenläufer im Staatsdienst nähert. Diese Fahrzeuge werden weder Ihre Geschwindigkeit drosseln noch anhalten, wenn Ihnen Bürger im Weg stehen. Dum, 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 da, dum, 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 da, dum, da, da, dum, da, da, da. Halbe Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Achtung, Bürger von Dunmore. Nach direktem Kontakt mit einem Infizierten oder Weiner müssen Sie 2 Tage lang in Quarantäne bleiben. Wenn Sie Zeichen einer Infektion bemerken, melden Sie sich zur Verlegung in den überschwemmten Bezirk. Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, das würde ich in der Tat. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Ich fürchte die kleinen Vögel. Liebster? Bist du es, mein geliebter Ehemann? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Lumpen, Lumpen, Gräfin, komm raus aus deinem Haus. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links.
Nie hörst du zu. Mach auf, Großmutter! Ich wette, sie kann uns nicht mal hören. Sie ist blind, nicht taub. Lumpen, Lumpen, Gräfin, komm raus aus deinem Haus. Lumpen, Gräfin. Na, was war eine? Na los, holen wir uns diesen Kerl. Macht ihn fertig. Zu den Ratten mit dir. Die kleinen Vöglein sind heute traurig. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben. Auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, das würde ich in der Tat. Oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Milch. Mel, 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 wirklich alles. Ich danke. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street-Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein. Du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard, jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Sie sind scheu. Du musst gehen, sonst kommen sie nicht.
wirklich nicht mit uns reden. Toll. Also greif in die Taschen. Drück das Geld raus. Genau. Die Untersuchungsgebühr. Kann man nicht ändern. Ich will hier raus. Ist da jemand? Ich will hier raus. Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griffs Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gern etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt es plündern. Meinst du, du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Verzieh dich! Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ratten, alles zum Kotzen hier. Ah, diese beschissene Verdammte. Mann, ich mag diese Scheiße.